Zurück in Kingdoms of Amalur Reckoning widmen wir uns dem Hauptquest Es wird still. Ein Winterfeier namens Kydan oder wie auch immer, hat mir erzählt, dass er eine Gruppe von Rebellen anführt, die gegen die Tuatha kämpfen. Kydan sagt, er könne mir helfen, die Tuatha zu bekämpfen und einen Weg in ihr Heimatland zu finden. Dafür muss ich mich mit ihm und seinen Landsleuten in Feindesfeuer im Dammwald treffen. Da waren wir natürlich noch nie. Mal nebenbei komme ich auch gerade von Rat hier, glaube ich. Da habe ich mal ein bisschen Plunder verkauft. Ich habe meine Krankheit geheilt, hatte aber leider nicht genug Geld, um gerade meine Flüche auch noch mir wegzunehmen. Aber immerhin ist die Krankheit weg. Und ich habe mir auch neue Alexis-Chakrams gebastelt. Die sind zwar vom Hauptschaden etwas weniger. Ich kann ja aber auch immer nur das schmieden, was ich gerade so zur Verfügung habe. Aber die sind immer noch ein Stückchen weit besser als die anderen. Und darauf bin ich ja auch mal noch ein bisschen stolz, ne? Dass man sich selber so die Waffen basteln kann. Das finde ich schon ganz cool, aber man braucht auch schon auch Zeit. Also es wird sich nicht lohnen, das in den Aufnahmen zu machen. Man muss immer hin und her überlegen, welche Komponenten setze ich jetzt ein, was lohnt sich. Ich hoffe, Chlorikon war freundlich zu euch. So, wir laufen da mal hin. Ich nehme mal an, dass wir jetzt auch neuen Feinden begegnen. Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt andere sind. Ach, guck mal, wen haben wir denn da sitzen? Ne Linischi-Dingens. Warum sitzt die da? Wollen wir doch die Dinger gleich mal ausprobieren. Und sie war gerade am Speisen und am Essen, ne? Die Arme. Die arme Lianchi. Möchte die... Oh, Schleicher-Sir. Haben wir direkt die neue Chakrams gefunden? War ja klar. Ich laufe jetzt hier mal weiter. Das lila Symbol oben heißt, dass ich auch für eine kurze Zeit immun bin, gerade gegen Krankheiten. Aber das, naja, das finde ich jetzt gerade nicht so wichtig, aber kann nicht schaden. Dann fange ich mir nicht gleich wieder was ein. So, hier bin ich aber jetzt falsch gelaufen. Aber wenn wir schon mal hier oben sind, gehen wir doch mal zu dem Ausrufezeichen. Hier will irgendjemand irgendwas. Splitterschichtmine. Hm? Was macht ihr hier draußen? Hat Hauptmann Drefan euch geschickt? Sagt ihm, dass ich in Kürze mitkomme. Ich muss erst noch einige Verrichtungen erledigen. Unerledigte Geschäfte? Wer bist du eigentlich? Ich erinnere mich nicht mehr, was ich vor dem Krieg gemacht habe. Diese Zeit kommt mir vollkommen unwirklich vor. Ich töte jetzt schon so lange, dass ich mich frage, ob mich meine Familie noch wiedererkennen würde. Mit Verrichtung meine ich Totauge, eine Tuatha-Mörderin. Verantwortlich für hunderte toter Alpha im Krieg. Vor nicht mal einem halben Tag kreuzen sich unsere Wege hier im Wald. Ich habe das Monster in die Splitterschichtmine gejagt. Ihr seid die Heldin von Melsenshi, richtig? Könntet ihr mir wohl zur Hand gehen? Na klar, ich werde Totauge besiegen. Totauge ist drin. Allein wage ich mich nicht hinein. Hunderte meiner Brüder sind dieser Kreatur schon zum Opfer gefallen. Das ist erschrecklich. Ihr habt den Balor getötet. Darum werde ich mit meinem Bogen den Ausgang decken. Ihr könnt in die Splitterschichtmine vordringen und den Jäger jagen, sozusagen. Klingt ein bisschen wie eine Falle, aber naja, was kann ich erwarten? Der Menge an Blut nach zu urteilen, die ich gesehen habe, ist Totauge wahrscheinlich ziemlich schwer verletzt. Was wiederum bedeutet, dass das Monster umso gefährlicher ist. Ihr dürft das keinesfalls unterschätzen. Würde ich nie tun, aber trotzdem. Auf Wiedersehen. Werde ich das jetzt nicht direkt tun. Was liegt hier? Warum sind hier überhaupt Leichen? Waren das wirklich die? Ich weiß nicht recht. Aber gut. Annehmen müssen wir den Kram ja sowieso. Aber bevor es jetzt hier mit Nebenquests wieder weitergeht und wenn überhaupt, dann machen wir in der Wüste erstmal weiter. Oder auch in Rathier oder so. Also es ist ja, es steht ja nicht fest. Wir können das ja drehen und wenden oder ich kann das auch machen, wie ich will. Ah, guck mal hier wieder so ein Stein. Von Chlorikon. Der Winter ist an diesem Ort sehr stark. Als die Feien das erste Mal in seine Tiefen schritten, fanden sie dort große Fossilien. Knochen von Wesen, die größer und furchterregender waren als wir Feien. Doch trotz ihrer Stärke, die Erde zu ihren Füßen überdauerte sie.
Sie entzog ihnen ihre Stärke, ihr Leben, ihr Fleisch. Das nehmen wir auch noch mit. Keine Reagenzien gefunden. Huch, was ist hier? Ich habe lange Zeit auf eure Ankunft gewartet, Belagerungsbrecherin. Doch wie es scheint, hat sich meine Geduld ausgezahlt. Das Haus der Sorgen bedarf eurer Stärke. Helft uns. Und ihr werdet im Kampf gegen die Tuatha De On einen mächtigen Verbündeten gewinnen. Was braucht ihr? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ihr dürft mich Bisaran nennen. Ich repräsentiere eines der großen Häuser des Hofes des Winters. Das Haus der Sorgen. Dieser Krieg mit den Tuatha hat das Haus beinahe zu Staub zerfallen lassen. Wir Feinde sind nicht dafür geschaffen, eine derartige Veränderung zu bewältigen. Ihr hingegen, ihr Sterblichen, könnt es. Was braucht ihr? Genau wie eure Alpha-Verbündeten leiden wir Winterfein unter den Angriffen der Tuatha. Und wie die Alpha brauchen wir Winterfein eine Streiterin. Wir befinden uns jedoch in einer schwierigen Situation, Sterbliche. Die Feinde sind nicht wie eure Art. Wir haben andere Ziele und kämpfen mit anderen Bedrohungen. Wir brauchen jemanden, der das versteht. Ja, natürlich werde ich euch helfen. Was euch erwartet, ist keine einfache Aufgabe. Ich bin nur an euch herangetreten, weil ihr das Potenzial zeigt, uns helfen zu können. Doch ihr müsst noch immer euren Wert beweisen. Geht in die Grube und sucht nach dem Ort, der die Hallen der Prüfung genannt wird. Dieser Herzstein wird euch Zugang gewähren. Sobald ihr die Hallen betreten habt, werden meine Fragen beantwortet werden. Alles klar. Also, können auch gleich mit dir anfangen. Nee, natürlich nicht. Das sind ja unsere Freunde. Aber, was? Wo höre ich jetzt noch was? Ach so, weil ich hier bei diesem... Ja, haben wir aber schon, ne? Haben wir schon. Okay, aber das fängt jetzt nochmal von vorne an. Ja. Dann ich laufe mal weiter hier. Nein! Es ist ja auch immer so ein Ding, dass wenn man manchmal die Waffe ein bisschen stärker gedrückt hält, dann macht sie ja auch schon wieder was anderes. Was ist das Grüne? Achso, das war unser Segen, der da hinten, glaube ich, steht, der mir da grün angezeigt wird. Ja, dann gehen wir hier mal rein und gucken mal, was hier auf uns zukommt. Feindes Feuer. Das wird bestimmt nicht mega einfach, aber... wir wollen ja weiterkommen mit dem Hauptquest. Dann wollen wir mal. Ich werde mal hier den Dingens wegnehmen. Karte. Den lösche ich mal. Der nervt mich, das rote Kreuz. Die Prismeerschreine haben meinem Haus jeglichen Willen geraubt. Gegen sie war alle unsere Stärke nutzlos. Die Prismeerschreine. Ja, mit dir will ich reden. Es tut gut, euch zu sehen, Belagerungsbrecherin. Chlorikon kann manchmal ein wenig ungastlich sein. Was die Tuatha am eigenen Leib erfahren mussten. Dafür haben wir gesorgt. Ihr sagtet, ihr könntet uns helfen. Genug. Genug. Worum geht es hier? Das habe ich. Wir sind der strenge Frost. Die letzten freien Winterfeinde, die noch verblieben sind. Wir haben uns geweigert, das Knie vor Gadflo oder seinem Gott zu beugen. Auch wenn wir nur wenige sind, bekämpfen wir unseresgleichen doch so gut wir können. Die einst so ehrwürdigen Häuser der Sorge, des Stolzes und der Rache sind allesamt unter Gadflos Kontrolle gefallen. Solange sie nicht befreit wurden, werden die Reihen der Tuatha mit immer neuen Gläubigen gefüllt werden. Wie der andere hier immer so vor die Kamera nervt. Warum brauche ich eure Hilfe? Was kann ich tun? Wie kann ich euch trauen?
Ah, fragen wir mal, warum sollte ich euch eigentlich trauen, ne? Gardflor hat die Winterfallen beinahe vernichtet und den großen Kreislauf aus dem Gleichgewicht gebracht. Wir empfinden keine große Liebe für eure Art. Aber Gardflor treibt uns alle in die Zerstörung. Seine Torheit bedroht Arma nur selbst. Ihr müsst nicht mir vertrauen, sondern allein meinem Wunsch, das Überleben dieser Welt sicherzustellen. Die Tuata haben überall in Clurikon Prismeerschreine errichtet. Von dort aus ruft Gardflor seine Truppen zusammen, predigt das Wort Tyrnochs und verderbt unser Land. Zerstört diese Schreine und nehmt Gardflor die Fähigkeit, dieses Land zu verseuchen. Ohne Gardflors Führung werden sich die Tuata in Clurikon auflösen und zerstreuen. Ja, wo sind die Schreine? Es gibt drei von ihnen. Südlich und östlich von hier. Tötet ihre Wächter und zerschmettert dann ihre Kristalle, um sie zu vernichten. Gardflor wird versuchen, euch aufzuhalten, aber er ist nur eine harmlose Projektion. Er kann euch nichts anhaben. Zumindest nicht unmittelbar. Okay, sag mal was über Agath. Ja, ich bin mit Agath gereist. Damals in seinen besten Jahren. Sag immer Agath. Doch das sind Geschichten, die ein andermal erzählt werden sollten. Ellen Shear? Ich habe von ihr gehört. Und ich habe gesehen, wie sie arbeitet. Ein toter Diplomat hier, ein gerettetes Friedensabkommen da und dann noch eine Handvoll Lügen, um einen Unschuldigen zu beschützen. Doch selbst als Sammler von Geheimnissen weiß ich kaum etwas über sie. Nichts könnte schöner sein als ein Mysterium wie sie. Ja, ich finde sie auch sehr geheimnisvoll und hübsch. Ich bin Kydan, der Verbannte. Einst war ich Prinz des Hauses der Sorgen, aber meine wahre Verpflichtung gilt meinem Volk. Gardflor und sein neuer Gott haben die Winterfeiern ihrer Ehre und Würde beraubt. Ich werde seiner Herrschaft ein Ende machen, sowohl für das Haus, als auch für das erlittene Leid. Wenn Sterbliche an die Feiern denken, haben sie meist den Hof des Sommers im Sinn. Und warum auch nicht? Sie sind strahlend und aufrichtig, wenn auch viel zu sehr von sich überzeugt. Aber stellt euch gerne vor, dass alle Feien so sind wie sie. Wenn ihr wirklich verstündet, wie der Rest von uns ist, würdet ihr es niemals wieder wagen, ein Auge zuzumachen. Ja, ihr seid ganz toll, der Hof des Winters. Wir sind nur noch ein Schatten dessen, was wir waren, bevor Gardflor unsere Gedanken vergiftet hat. Aber für die Verkörperungen des Verfalls erscheint das wohl passend, nicht wahr? Im Gegensatz zu unseren unbeschwerteren Geschwistern vom Hof des Sommers werden wir allerdings kämpfen, um unsere Länder von den Tuata zu befreien. Genau wie es auch ein verwundetes Tier tun würde. Okay. Ja, jetzt ist nur noch der Rest hier und dann... Naja, das werde ich jetzt nicht alles... Das werde ich jetzt nicht mehr alles nehmen. Ich werde jetzt noch der Strenge Frost und Gardflor nehmen. Wir sind das, was von den Winterfeiern noch übrig ist. Flüchtlinge aus der Hauptstadt Bale, Ausgestoßene des Hauses und jene, die den Prismeerklingen entkommen konnten. Die Tuata haben uns unseren Hof und unser Geburtsrecht genommen. Und dafür werden wir ihnen das Leben nehmen, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Dieser Wicht war früher nicht mehr als ein possenreißender Narr am Hof des Winters. Dass er genug Macht erlangt hat, um sich gegen den Hochkönig zu erheben und ihn zu besiegen, das lässt einen beinahe glauben, dass an der Geschichte über seinen Gott Tyr noch doch etwas dran ist. Geht nun. Befreit uns aus der Umklammerung. Nur so wenige vom Hof des Winters sind noch übrig, um gegen die Tuata zu kämpfen. Agath, nicht Agath. Genau. Reden mit strenger Frostsoldat. Nein, wir gehen jetzt mal los. Wo soll's denn hingehen jetzt? Warum muss ich denn eigentlich so da lang? Nur so wenige vom Hof des Winters sind noch. Warum soll ich denn jetzt hier wieder zurück? Oder gehe ich jetzt rein? Nee. Ach so, die sind draußen, die Schreine. Ich dachte, die wären jetzt da irgendwo drinnen. Wahrscheinlich müssen wir da noch rein. Aber jetzt halt gerade nicht. Ich gehe mal hier lang. Und dann gucken wir mal, dass wir diese Schreine finden. Das wird noch schön hier. Also das ist quasi das Kontrastprogramm, nenne ich das jetzt mal. Oder das Gegenprogramm vom Hof des Sommers. Und... Oder das Haus der Balladen, eher gesagt. Und jetzt müssen wir uns langsam hier um die kümmern. Aber das kriegen wir schon hin. Ah. 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 Ah.
die helfen da hinten mit. Alles klar. Wer seid ihr denn? Ha? Ihr coolen Dionerch und Haus der Sorgen. Ah, und Sorgenschürfer. Ach, die sind ja nett hier, ne? Und du bist hier... Nun wandeln Sterbliche in der Grube, die sie früher nie betreten hatten. Und du? Ihr seid gekommen, so wie er es vorhergesagt hatte. Habt ihr unseren König Besaran gefunden? Er wartet im Dammwald auf euch. Oh, die hat ja... Die Winterfeien brauchen eure Hilfe. Doch es ist allein an Besaran, euch von unserer Notlage zu berichten. Vergesst es nicht. Nein, nein. Voll die beruhigende Stimme. Aber irgendeine von denen hier ist... Was? Ist irgendwie ein Schmied? Okay. Wo finde ich denn jetzt mal die gelben Dinger? Und was ist... Ach, hier... Nö, ich muss das auch nicht können. Ich kann auch 200 Parts Kingdoms of Amalur spielen und kann immer noch nicht bannen. Ist okay, ich kann damit leben. Da kommt wieder irgendwas. Ein Porker. Mensch, die brauchen aber auch immer lange. Oder die Borker hier sind sogar wieder stärker geworden. Ich weiß es nicht. Na gut. So. Laufe ich jetzt wieder weg oder wo laufe ich jetzt eigentlich gerade hin? Eigentlich will ich zum gelben Kringel. Ja. Na gut. Wir müssen ja sowieso die Gegend mal erkunden. Und wir müssen das da den Schrein ja sowieso kaputt machen. Von daher laufe ich immer einfach los. Das lasse ich ausnahmsweise mal hier stehen. Und hier kommt jetzt aber auch wieder was. Habe ich einen Trunk? Habe ich zwar, aber nicht viele kleine. Solange mir keiner entgegenkommt, ist okay. Komm mal her, du Knilch. Die sind stärker hier, ne? Die sind auf jeden Fall... Doch, die sind stärker hier. Das ist nicht mehr die andere Insel. Das merkt man, dass wir jetzt hier auf der östlichen Seite sind. Und normalerweise kriege ich die schon... Die Boggarts und so, das kriege ich... Die kriege ich ja nicht schneller platt. Genauso wie eigentlich den Borka. Aber naja, das ist so. Was ist hier? Ja. Das war nur eine trübe Blitzscherbe, aber warum nicht? Manchmal muss man ja auch mal Sachen mitnehmen, sonst guckt man sich die immer wieder an. Du wolltest mich hier gerade angreifen. Oh, wo kommt der denn? Ui. Uiuiuiui. Ihr werdet brennen. Ja, hi, Leute. Ja.
Oh, wie weit die schießen. Ich wollte nur mal gucken, was die so von der Distanz her... Wow, okay. Okay, einer ist schon mal weg, das ist super. Wunderbar. So ein starker Schuss, das hat doch noch mal ein bisschen mehr Wumms, als ich dachte. Ja, die nehmen wir mal mit. Und was hat er hier noch? Denn die sind ja... Das ist alles nicht mehr so einfach hier gerade, merke ich gerade. Aber macht die Sache ja auch ein bisschen spannend, ne? Macht die Sache ja auch spannend. Wie komme ich denn da jetzt mal hin? Das ist ja schon ganz schön weitläufig hier gerade, merke ich. Muss ich jetzt hier einen Bogen... Ja, ich muss einen Bogen laufen, alles klar. Gut, dann laufen wir hier mal hoch. Ich weiß gar nicht, wo wir hier hinkommen. Mal hier so ein Screenshot nebenbei machen. Hier sind auch Leute, die wieder irgendwas wollen. Wir wollen hier hoch. Da ist nämlich der erste Schrein, den wir endlich mal kriegen. Und Scheiße und voll die Horde. Och nö. Och nö. Nö, die werde ich dann wohl das nächste Mal machen müssen, weil der Part jetzt hier schon wieder etwas länger ist. Ja, wir sehen uns im nächsten Part und dann werde ich mich um die Typen hier kümmern, ne? Das wird noch schön. Bis dann.